Gegrüßt, Freunde der gepflegten Unterhaltung und wie immer ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal The Gentleman's Club. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, heute wieder an diesem regnerischen Tag. Das Wetter will einfach nicht besser werden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es bald wieder ein bisschen wärmer wird, beziehungsweise so diese sommerlichen Temperaturen zurückkehren. Muss ja nicht knallend heiß sein, aber momentan, also dieser Dauerregen ist einfach eben nur anstrengend und in manchen Teilen Deutschlands ist es ja wirklich extrem schlimm mit den Überschwemmungen. Hoffe ich auf jeden Fall, dass es eben bald besser wird. Aber bis es eben wieder soweit ist, wollen wir uns einfach mal so ein bisschen auf den Sommer vorbereiten. Ne? Wollen wir einfach so ein bisschen uns schon mal so auf die Urlaubsstimmung einstellen, so ein bisschen wenigstens so tun, als hätten wir sommerliche Temperaturen oder beziehungsweise als hätten wir sommerliches Wetter. Und das machen wir heute mit einem der einzigartigsten Düfte, die ich kenne. Das ist Chanel Allure Sport Extreme. Chanel werden sicherlich viele als Marke kennen, gerade so mit blöde Chanel hat Chanel ja einen Duft rausgebracht, der eben so diese typische, ja, frische, maskuline, ja, Duft für Männer ist, die im Anzug unterwegs sind, die schick unterwegs sind. Und natürlich dachte sich aber Chanel, wir brauchen jetzt auch mal einen Duft, der eben nicht nur frisch, sauber und maskulin rüberkommt, sondern der auch so ein bisschen, ja, Pfeffer in sich hat, im wahrsten Sinne des Wortes, kommen wir gleich zu, der einfach so ein bisschen knallt, der frisch ist, der fruchtig ist. Der Duft ist natürlich, wie man es von Chanel kennt, frisch. Aber der Duft verbindet das Ganze eben mit fruchtigen Noten, vor allem mit der Mandarine. Erinnert mich sofort, wenn ich den Duft ansprühe, ans Urlaubsfeeling. Erinnert mich an die südlichen Länder, an die Türkei, an die Toskana, wo auch immer. Erinnert mich sofort an Urlaub, weswegen ich den Duft so liebe, ne? Weswegen ich den sehr gerne bei warmen Temperaturen trage. Zum anderen verbindet er aber dieses frische, fruchtige dann eben mit sinnlichen Duftnoten, ne? Mit Zedernholz, mit diesen hölzernen Akkorden. Da ist Tonkabohne mit drinnen, was den Duft eben wirklich warm macht. Und das mixt er dann mit diesem fruchtig-frischen von der Mandarine. Und als wäre das noch nicht genug, kommen dann eben noch so knallige Sachen rein, wie zum Beispiel der Pfeffer. Es ist wirklich, Pfeffer ist mit drin als Duftnote, Vetiver ist mit drin. Und so diese Kombination, sinnlich, fruchtig, frisch und so dieses Pfeffrige machen den Duft einfach einzigartig. Er ist für jeden Mann gedacht. Also du kannst, egal welcher Stil dir mehr gefällt, egal ob du im Anzug unterwegs bist im Sommer oder im Hemd unterwegs bist im Sommer, egal ob du eben einfach ein T-Shirt trägst oder ein Polohemd, er ist für jeden geeignet. Einfach weil er alle Facetten, ja, bedient. Sinnlich, frisch, fruchtig, modern. Er ist für jeden eben gedacht, jeder kann ihn tragen und jeder wird damit eben gut rüberkommen. Genauso ist der Duft eben für jede Situation geeignet. Du kannst ihn im Büro tragen, du kannst ihn aber eben genauso auf einer Party tragen. Warum? Er ist sinnlich im Büro, auf lange Sicht eben immer günstig, weil er eben angenehm auf andere eben Menschen wirkt. Er ist aber eben auch fruchtig, frisch, eben so ein bisschen, ja, so knallig, sodass du damit in den Club oder eben auf irgendwelche Sommerpartys gehen kannst, weil er eben auffällig auf andere wirkt. Weil er eben vor allem im Sommer so dieses interessante, fruchtig, frische eben auch noch rüberbringt, ist er eben gerade auf Partys, wenn es eben ja sehr warm ist, auch angenehm auf andere. Er ist auffällig, was man ja eben auch ganz gerne hat, wenn man eben unter Menschen ist, weil er eben so, ja, diesen Vetiver, weil er eben so dieses Pfeffrige mit sich bringt. Ich kann diesen Duft gerade im Sommer einfach nur empfehlen, wenn man sich sagt, ich möchte elegant, maskulin, ich möchte aber eben auch sinnlich rüberkommen, ich möchte so alle Facetten abdecken. Für mich auf jeden Fall einzigartig. Natürlich, ein starker Duft macht es natürlich eben dann immer, dass man nicht so viel davon benutzen sollte. Also bitte nicht die Kleidung einsprühen, bitte nicht darin baden, sonst wird dieser teure, wunderschöne Duft einfach nur lästig. Einmal hier auf den Puls, einmal hier auf den Puls, ein kurzer Sprüher ins Haar, das reicht und das bringt dich über den Tag, was auch immer angenehm ist, weil man nicht viel davon braucht und dann hat man dann natürlich lange was davon, ne? Was man natürlich auch möchte, weil der Duft natürlich recht teuer ist. Man sollte immer erst, auch wenn ich dir jetzt sage, dass ich den Duft unglaublich gut finde, geh trotzdem mal in die Stadt
sprühe den Duft einmal kurz aufs Handgelenk oder sonst wo, drehe eine Runde im Kaufhaus oder drehe eine Runde an der frischen Luft, lass den Duft auf dich wirken, lass den Duft auf andere wirken. Wenn du mit anderen unterwegs bist, kannst du dir auch mal fragen, was sie von dem Duft halten. Und wenn du dir sagst, ja, gefällt mir, gehst du in den Laden zurück und kaufst den dir. Beziehungsweise, ne, wenn du ihn irgendwo günstiger kriegst, kaufst du ihn dir. Ne. Wichtig ist für mich immer, dass man den Duft auf jeden Fall erstmal testet, bevor man ihn sich gleich kauft. Ne. Ich kann aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung vieler anderer sagen, dass der Duft unglaublich schön ist, dass er unglaublich positiv auf andere wirkt, dass du damit Komplimente erhalten wirst. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und aus der Erfahrung von anderen Leuten, aus Kumpels, der Erfahrung von Kumpels von mir. Aber trotzdem immer den Duft auch für sich selber testen. Ne? Ich hoffe auf jeden Fall so ein bisschen, ich konnte dir mit dem Duft eben so weiterhelfen und vielleicht so deinen neuen Lieblingsduft für den Sommer oder fürs Frühjahr herausfinden. Auf jeden Fall mal beschäftige dich mit dem Duft, ist eine klare Empfehlung von mir, ist einer meiner Lieblingsdüfte. Nächste Woche, beziehungsweise beim nächsten Video, werde ich wieder ein Duftvideo machen, wo wir uns so generell ein bisschen um meine Lieblingsdüfte jetzt gerade so in der warmen Jahreszeit beschäftigen. Ich hoffe auf jeden Fall, das heutige Video hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen weiterhelfen mit dem einzigartigsten Duft, den ich kenne. Wenn es dir gefällt, lass bitte ein Like und ein Abo auf dem Kanal da. Vor allem ein Abo würde mir natürlich sehr helfen, um den Kanal hier voranzutreiben. Danke fürs Zusehen, bleib gesund in dieser Zeit, lass dich nicht vom Wetter ärgern. Bis zum nächsten Mal und ciao.